Was auch Leute, hier ist wieder Draglinus mit Folge 20 von Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part wurde Aspel aus Larnd verbannt und ist jetzt auf dem Weg zu Barona, schätze ich, um Barona zu machen, nein, um wahrscheinlich zur Ritterakademie zurückzukommen. Wir haben einen Apfel erhalten. Ja, jetzt können wir Leute abfällen. Wenn man Leute abfällt, dann kann da eigentlich nie was Gutes bei rauskommen, aber wir machen uns den Spaß. Wir sind die Kinder des Schabernacks. So. So. Und ihr seid des Schabernacks nicht mal wert. Ja, denke ich auch. Wir halten Fell und Widerstandsscherbe. Ja, da bin ich gerade kurz hängen geblieben. So. Okay, dort haben wir noch was im Gras. Was ich gerne lieber nehme. Gummisamen. Gut. Können wir gerne gebrauchen. Was ich lieber nehme als einen Kampf gegen euch, der nicht unbedingt schlecht aussehen muss, weil eigentlich seid ihr keine Gegner, mit denen man Probleme hat. So. Wir hatten Schweinefleisch. Und Aspel, du sollst das nicht sagen, sonst kriegst du gleich aufs Fressbrett. Das ist ein Problem, wenn man zu großkotzig ist. Dann passiert immer irgendetwas, das einen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholt. Das ist eine Tatsache. So. Und so. Aspel hat flitzender Fechter-Titel erlernt. Flitzender Fechter? Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es klingt schon, naja, wir haben wieder ein Apfelgummi mehr erhalten durch den LF-Mixer. Es klingt schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber insgesamt klingt das nicht schlecht im Sinne von, das klingt so, als würde Aspel mit seinen Angriffen schneller werden, wenn ich diesen Titel ausweite. Die Frage ist, wie weit ist Aspel überhaupt mit seinem Titel? Hier. 2. Bald hat er Bestienschrei erlernt. Na gut, so lange können wir noch warten. Ich werde nicht abspeichern, bevor ich in die Stadt gehe. Immerhin ist das nicht allzu viel, was wir dort machen müssen, um dann da hinzugehen. Und außerdem kann man in der Stadt auch abspeichern. Und wir sind jetzt noch erst beim Hafen. Bla und blie, blub. So. Aspel, are you all right? I'll be fine. But look how crowded it is. The ferry must be late or something. Everyone, remain calm. The capital port is still open. And the ferries are running on schedule. Did something happen in Barona? Aspel, look. These guys just don't quit. Come on, Sophie. We'll take the ferry to Barona. If people are after me, that puts Sophie in danger. I can't bear to see anyone else suffer because of me. Maybe Richard could help. He'd protect Sophie. I'm sure of it. Is your head still hot? I think I'm fine. Thanks. Listen, when we reach land, we need to find Richard. Richard? Yeah, he's an old friend of me and Sophie. The other Sophie. Friend. And welcome to Barona. Da sind wir im Hafen von Barona und wenn wir zu Richard wollen, dann wollen wir natürlich in den Palast. Und wo? Wir kommen hier nicht weiter. Da ging es auch nie weiter. Mann. Meine Erinnerung über die Orte lässt hier sowieso immer nach. Ich renne immer an diese komischen Kistenhaufen da. Okay, let's head to Barona Castle. I knew it. What is your business at the castle? Perhaps you're planning to visit Prince Richard. Thought as much. And just how do you plan on visiting someone who's supposed to be dead? Wait, Richard's dead? What are you talking about? Don't play dumb. We see through your lies. Just tell us what you know, and we'll make this easier for you. Damn! Sophie, we've gotta run! Okay. Quick, after them!
Richard soll tot sein und Asper wird also offenbar angeklagt, wie es scheint. Hm. Muss ich jetzt wirklich rennen? Verfolgen die mich? Oder kann ich mir Zeit lassen? Theoretisch kann ich mir ja eigentlich Zeit lassen. Ach, der Vulcan des Kreas. Den Namen kann ich mir merkwürdigerweise merken. Oh, da ist was. So. Nachtliliensamen, Samen der Nachtlilie. War es hier lang? Und hier? Nee, es war ein weiter, oder? Jo. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht irgendjemanden in die Arme. Ich muss erstmal unten durch und dann, Orientierungsflash hier. Dann hier hoch und, hier hoch an den ganzen Shops vorbei. Gibt's hier irgendwas für mich? Vielleicht? Sieht aus als, was? Langschwert. Hm? Lederschutz? Langschwert hat Asper ja schon. Lederschutz wäre nicht so gut. Die Bluse für Sophie würde alles verbessern. Bronzescheide. Dann kaufe ich mir eine Bluse. Was? Tätigst du einen Kauf in einem Laden, erhältst du manchmal Stempel auf deine Stempelkarte für diese Stadt. Wenn du 10 Stempel erhalten hast, tun sich die Läden der Stadt zusammen und bieten dir ein Objekt zum Sonderpreis an. Stempel erhältst du auch durch Objektverkäufe und Dualisierung. Stempelkartenbehälter erhalten. Okay, warte mal. So. Ich habe jetzt also die Bluse für Sophie schon ausgerüstet, richtig? Ja, sie hat die Bluse. In allen Punkten besser ist als die Nebelbluse. Um einiges sogar. Ja, das sind teilweise 20 oder 30er Werte. Okay. Und hier um Objekten haben wir da was? Da kann man nur meine Menüsachen machen. War ja auch nur mein Menü. Kaufen Apfelgummi, Allheilmittel, Handbuch zum Handanlegen. Hier kannst du die manuellen Einstellungen festlegen, um alle Kampfaktionen selbst ausführen. Ich glaube, ich kauf's mal. 5 Stempel auf der Stempelkarte. Da es eben 4 waren, habe ich jetzt insgesamt 9. Band der Lähmung aufhebt und verkürzte KP regenerieren kann. Aha, wenn man betroffen ist. Ansonsten ein Trank des Lebens. So, mein Geld ist fast weg. Ich kaufe mal 3 davon, damit wir 10 hier haben. Das waren 5 Stempel. Jetzt gibt es hier in der Stadt irgendwas zum Sonderangebot. Ups. Kann ich vielleicht bei dir irgendwas im Sonderangebot? Sehe ich das dann auch irgendwo? Das Brot? Oder was? Ist mir egal. Tschüss. Ich habe das nicht dafür gekauft. Ich bin kein Stempelsammler. Das ist kein PayPal. Kommt jetzt eine Cutscene? Nein. Okay. Hier müssen wir jetzt aber hoch, um zum Schloss zu kommen. Richard, ich komme. Ach nee, du bist tot. Richard, ich bestatte dich. Leute, lasst mich durch. Ohne Gemecker. Gut, danke. Du da auch übrigens. Zutritt zum Schloss Barona ist verboten. Sagt er was? Der Zutritt zum Schloss ist streng verboten. Klingt sehr confident. Naja, werden wir mal gucken, wo wir einen anderen Weg in das Schloss finden. War da nicht irgendwas, wo vielleicht mal irgendwas Schreckliches passiert ist? Wir haben wieder einen Apfelgummi produziert. Aber das war die direkt hier? Ja, genau. Vielleicht das königliche Heiligtum? Ja? Sieht doch gut aus. Richard. Are you really dead? Where are we? It's the Royal Sanctuary. There used to be a secret passageway here, and I'm hoping it's still around. Should we look? Yeah, let's look. Oh, nice. You still break down doors, huh? Still? I mean... Yeah, never mind. My mistake. Let's go inside. Ist doch eine effektive Art, sie zu öffnen. Okay, dann gehen wir rein. So, hier sind wir ja schon mal gewesen. Part 9 war das ungefähr. Ja, ist jetzt schon einige Parts her.
Die haben wir immer noch die Inschrift. Ach nee, ist ja schon offen so, der Gang. Okay, königliches Heiligtum. Dann können wir mal abspeichern. So, hier so und so. Und... Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier drin finden oder ob wir irgendwie zum Schloss kommen. Ein Poltergeist oder so. Die Gegner sollten eigentlich auch noch ziemlich schwach sein im Vergleich zu allem anderen, was wir so bekämpft haben. In der Küstenhöhle zum Beispiel. Und man sieht es auch schon. Reisbällchen gekocht. Nett. Dann ist der Elf-Mixer wohl mit den Apfelgummis fertig. So, ich erhalte erstmal ein paar Arts. Und dann können wir dem sein letztes Leben abziehen. Morscher Reißzahn erhalten. Okay. Sehr pilzbewachsene Höhle. Und eine Cutscene. Oder sowas in der Art. Wait a minute. Richard! Richard, hold on! You're... It's me, Asbel Lant. Asbel? Is that really you? Well, I must say, I certainly didn't expect to find you here. I don't understand, this is crazy! I heard that you were supposed to be dead. You heard that I was dead? I'm so glad you're safe. Can you stand? Come on, let's go. Thank you, Asbel. So you still live, Your Highness. More of Cedric's men. I won't let you. We will survive. Wer ist dieser Cedric, von dem Richard da gesprochen hat? Auf jeden Fall müssen wir gegen die Männer da kämpfen. Ah. Ich habe mich ganz schön effektiv weggeschleudert, das muss ich ja zugeben. Werde ich aber auf Dauer nicht helfen. Los, Sophie, heile mich ein bisschen. Dann gehe ich nämlich auch gerne in den Ort Combat. Und so. Au. Der mich immer wegschleudert. Ich nehme mal den. Der hat auch am wenigsten KP. Allmählich. Die ganze Zeit schon. So. Oh. Schleudert mich weg. Ist egal. So, Hauptsache der mit dem wenig KP kriegt das meiste ab. Müssen wir ein paar Arts sammeln. Jetzt haben wir nur noch so wenig übrig. So. Eine kriegst du noch rein. Und das sollte für den nächsten Angriff reichen. Achtung. So, so und so. War's das jetzt gleich? So. Auf jeden Fall. Giftsud und Reis erhalten. Stand noch was? Nie. You saved me, Asbel. If you hadn't arrived when you did, I wouldn't have survived. Thank you. I'm glad to be of service, Your Highness. Please, don't speak like that. We're old friends, you and I. Yeah, but you're the Crown Prince. I could order it, you know. But... Your Highness... Fine. Richard, does that work for you? Perfect. Formality just doesn't suit you, old friend. And this is? Prince Richard, this is Sophie. Sophie? I was told she had been killed. I met this girl at the meadow. I don't know if she's the original Sophie or what, but she needed a name. I think it's her. They have the same feeling about them. You must sense it too. That's why you gave her that name. Well... Richard? My chest! It's on fire all of a sudden! Hey! I hear voices! We'll talk later. Right now,
We have to get out of the capital. There should be an exit just ahead. If we follow the high road, it'll take us to Grailside. That's where I was headed. The local lord, Duke Dallin, will help us. Now let's go. Dann gehen wir dahin. Richard hat den Titel langvermisster Freund und bla Kronprinz erhalten. Überall Feinde, wir müssen raus hier sofort. Dann schätze ich mir hier. This is it. What's wrong? Back then, I vowed revenge on this door because I couldn't open it. You vowed revenge on a door? Yeah, I was a kid. I wonder if I can open it now. Let's see. It opened a little. Was it always this easy? If I'd been able to open it like this back then, I wonder if things could have been different. Asbel? Sorry, never mind. Let's go see what's on the other side. Okay, machen wir doch gleich sofort. Hier, jetzt. Komm, durch. Oh, hat sich ein wenig geöffnet. Ja, das ist definitiv ein wenig. So, 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 so und so. So, dann haben wir da noch die Fledermaus. Und was ist denn das für ein komisches Vieh? Das große da links da. Sieht ein bisschen beängstigender aus als die anderen. Ein bisschen heftiger. Hey, Richard, du klopfst ganz schön rein. Haben wir irgendwas? Düster Schatten heißt das. So. Richard, you're hurt. No, I'm fine. Don't worry about me. Asper hat den Titel Metzler erhalten. Stimmt, ja, es kam dann ja auch Gespräche zwischen den Gruppenmitgliedern am Ende des Kampfes. So. So, so. Da haben wir wieder einen düster Schatten. Der macht wieder irgendwelche Magieattacken oder sowas. So. Ist bei dem. Oh, not Richard. Diese komischen Attacken kommen alle von Richard. Allesamt. No one can stand before my blade. Kernstaub erhalten. Außerdem hat Aspel Bestienschrei erlernt und Sophie X Gift. Ja, mit Richard ist das schon eine ganz andere Geschichte zu kämpfen. Der ist nämlich wirklich im Angriff sehr stark. Wenn wir jetzt noch Cherry hätten, hätten wir ein ultimatives Fiend. Team. Und hier ist ein Skelett. Erstmal den Kampf. Ich glaube, zu dem Skelett gab es noch was, wenn ich mich recht erinnere. Erstmal den Düsterschatten ausweichen. Oh, jetzt geht's rund. Auch du, düster Schatten. Stirb! Wow, der klang ganz schön fanatisch jetzt. Kernfragment erhalten und Sophie hat den Attribut Kriegsmeid-Titel erlernt. Hier war noch eine Entdeckung. Entdeckt Riesenskelett. Und? It's been a long time since anyone's come this way. There are still monster bones here. What's wrong, Sophie? I don't know. My chest, it hurts. The air is thin here. Perhaps we should hasten our escape. Here, Sophie, take my hand. No, I'm fine. Sophie? This is unexpected. Asbel. Did she act this way around you when you first met? No, not really. Interesting. Then perhaps the problem lies more with you than it does with her. Me? Even after 7 years, you haven't changed at all. Anyone would recognize you. It was easy enough for me. What? I've changed? Maybe you just changed too much. What's wrong? Is it your wound? It's been a long time since I laughed. I enjoyed that a bit more than was sensible. Richard. Tja, so ist das. Und Sophies Gesicht war auch noch ein bisschen interessant. Lachenstraße. Sie mag Richard offenbar nicht so sehr. Hatte sie früher auch schon diese Anzeichen gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen lange her. Alles sicher, keine Sorge. Looks like we made it out in one piece. You all right, Richard? It's nothing. I'm just a little tired. We should rest.
You know a good place to stop around here? There's a small hut just off the high road, but I don't want you to stop because of me. There's no need to push yourself. Let's just head for the hut. All right. Thanks, Asbel. Dann machen wir das, aber erstmal die Truhe hier. Rotes Band, ein leuchtend rotes Band, das jedes Date zum Erfolg werden lässt. Wofür brauchen wir das? War das für irgendwas wichtig? Ich hab keine Ahnung. In jedem Fall, glaube ich, ist der Part schon mehr als weit genug. Oder? Ja, 20 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Tales of Graces F. Dragliners Over and Out, Part 20 ist über 20 Minuten lang. Das passt ja. Tschüss.